10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detektivgeschichten gibt's ja eigentlich nur am Fernsehen. Und dann bin ich meistens schon im Bett. Selber erleben tut man sowas nie. Dachte ich jedenfalls. Bis ich dann doch eine erlebt habe. Eine Detektivgeschichte. Aber ganz ohne Detektiv und ohne Kommissar oder so. Das habe ich alles allein gemacht. Ich meine, ich habe den Fall ganz alleine gelöst. Obwohl ich gar nicht gewusst habe, dass es ein Fall ist. Aber Ronny hat gesagt, es ist ein Fall. Und er hätte mir sowas nie zugetraut. Ronny ist mein Bruder. Aber er ist erst 11. Wenn ich bloß wüsste, wann der Blödmann endlich kommt. Was denn für ein Blödmann? Bodenbäcker oder so heißt er. Ich soll ihm sein Zimmer zeigen, hat Mutti gesagt. Der heißt Herr Bodo Bäcker. Und ob er blöd ist, das kannst du überhaupt nicht beurteilen, Kindchen. Kann ich wohl. In unserer Klasse gibt's nämlich massenhaft Blödmänner. Und wenn du nochmal Kindchen zu mir sagst, dann verrate ich Mutti, dass du ihren Lippenstift geklaut hast. Geklaut? Du spinnst wohl. Ich hab ihn mir geborgt. Jedenfalls hast du ihn benutzt. Ich hab's genau gesehen. Och, wenn du schon mal was siehst, dann ist es immer das Falsche. Jedenfalls würde ich mir für so einen kaputten Typen nicht die Lippen anpinseln. Das ist mal sicher. Ich find's nicht sehr nett von dir, wie du über die Schulfreunde deiner Schwester sprichst, Ronny. Mutti, ich hab dich ja gar nicht gehört. Aber ich hab dich gehört. Und mir gefällt er ganz gut, dieser... Thomas. Thomas Conradi. Na ja, kann vielleicht ganz nett sein, dein Thomas. Im Fußball ist er jedenfalls eine Pfeife, das weiß ich genau. Könnt ihr mal hier die Taschen auspacken? Aber Vorsicht, da sind Eier drin. Ronny kann auspacken und ich stell's weg. Meinetwegen. Herr Bäcker ist wohl noch nicht gekommen? Nö. Wann zieht denn der überhaupt ein? Na, heute. Frau Bogenland holt nachher ihre letzten zwei Koffer und dann kann Herr Bäcker das Zimmer haben. Müssen wir eigentlich immer Untermieter haben, Mutti? Solange Vati in Afrika ist, stört dein Untermieter überhaupt nicht, Frau Nielein. Die Wohnung ist viel zu groß für uns drei. Und Frau Wogenland zum Beispiel war sehr angenehm, finde ich. Na ja, wenn sie nicht singt, dann ist sie ganz erträglich. Sie muss singen, schließlich ist sie Sängerin. Ach, du meine Güte, jetzt habe ich doch wieder nicht gewechselt. Gewechselt? Was denn? Die 100 Mark hier. Ihr bekommt doch heute euer Taschengeld. Und da wollte ich den 100er wechseln. So was Dummes. Ich gehe schnell runter und wechsel das für dich, Mutti. Ich brauche sowieso noch Geld für Hefte. Erstmal machst du bitte die Tür auf. Das ist sicher der neue Mieter. Oder Frau Wogenland. Na, lauf schon, Ronny, beeil dich. Ja. Vielleicht ist es Thomas. Es sprach der Hut zu der Perücke. Du fehlst mir noch zu meinem Glücke. Oh. Ob der Junge sowas in der Schule lernt? Das ist bestimmt Frau Wogenland. Und sie war es wirklich. Aber nicht allein, weil sie nämlich zufällig den Herrn Bäcker mit seinem Gepäck vor der Tür getroffen hatte. Und 5 Minuten später ist dann auch noch der Thomas gekommen. Und da war die Küche voll. Mutti und Ronny und Frau Wogenland und Bodo Bäcker und Thomas und ich. Es war ein richtiges Durcheinander. Ach, ich bin aber auch ein richtiges Dummerchen. Wirklich. Dabei verliere ich sonst nie etwas. Und nun gleich das ganze Schlüsselbund. Ach, es ist eine Katastrophe. Bestimmt nicht, Frau Wogenland. Ach. Die Schlüssel lassen wir nachmachen. Das ist nett. Und der Bäcker bekommt so lange die von Julia oder von Ronny. Lieber die von Julia. Warum denn meine? Weil ich meine nötiger brauche. Ich brauche meine genauso. Kinder, nötiger. Das besprechen wir später.
Wollen Sie Ihr Gepäck gleich auspacken, Herr Becker, oder möchten Sie erst mal verschnaufen? Das Auspacken hat Zeit, liebe Frau Schneider. Ich habe ja nur diese zwei Koffer. Ach, Sie Glückliche. Ich schleppe immer mindestens 6 oder 7 mit mir rum. Und dann diesen riesigen Schwung Noten. Die sind am schwersten. Frau Wogenland ist nämlich Sängerin. Ja. Tatsächlich. Sopran. Ja. Ach so. Und als Sopran, da ist man wohl viel auf Reisen. Immer. Ich meine, als Sängerin. Ja, ja, leider, lieber Herr Becker. Leider. In der nächsten Woche zum Beispiel singe ich in Schlichtenhausen. Kennen Sie Schlichtenhausen? Ich weiß nicht recht. Ach. Thomas kennt Schlichtenhausen. Stimmt's, Thomas? Ach. Ja, ich glaube, das kenne ich. Natürlich kennst du's. Aber Julia, das ist doch nicht so wichtig, ob Thomas das nun kennt oder nicht. Angeblich kennt er ja alles, sagt Julia. Ronny, nimm bitte mal die Tasche vom Stuhl, damit Frau Wogenland sich setzen. Ach, danke, vielen Dank. Ja, tja, was ich sagen wollte, ach so, ja, ja, die Miete, ja, da wollte ich Sie fragen, ob ich den Rest vielleicht mit der Post schicken kann. Natürlich, Frau Wogenland, das eilt nicht. Ach, das ist entzückend. Da fällt mir ein, ich habe ja noch gar nichts angezahlt. Kann ich das morgen machen? Oder übermorgen? Selbstverständlich, Herr Becker. Das machen Sie, wann Sie Zeit haben. Und nun will ich Ihnen erst mal Ihr Zimmer zeigen. Möglich, dass es Ihnen gar nicht gefällt. Aber ausgeschlossen! Das Zimmer ist fantastisch. Darin können Sie singen, la la la, so viel Sie wollen. Singen wollte ich eigentlich nicht, Frau Wogenland. Bin ich ein Schäfchen? Wo habe ich bloß meine Gedanken? Ach, wahrscheinlich Gott. Schon in Schlichtenhausen, nicht wahr? Was singen Sie denn da so? Ach, dies und das. Verschiedenes. Wie uns getan. Aber Schlager singen Sie wohl keine, oder? Frau Wogenland singt Operetten, Ronny. Operetten? Kenne ich nicht. Ich kenne welche. Thomas kennt welche. Ach, das freut mich, mein Kleiner. Aber jetzt wird es wird höchste Zeit. Würden Sie mir vielleicht die Koffer tragen, lieber Herr Becker? Gern, Frau Wogenland, gern. Nett. Das schaffen wir schon. Ich gehe auch mit runter, Mutti, weil ich mit Thomas noch zum Schwimmen will. Dann gehe ich auch Fußball spielen. Meinetwegen, aber kommt nicht wieder so spät. Warten Sie, Herr Becker, ich mache Ihnen die Tür auf. Das ist wirklich zu liebenswürdig. Zu liebenswürdig ist das. So ein Affentheater wegen 2 Koffern. Also, ich gehe dann mal. Tschüss. Komm, Thomas, wir gehen auf. Ja, ich komme. Becker schleppte also die Koffer, Frau Wogenland ihre Noten. Meine Mutter rief hinter ihnen her, Vorsicht, Stufe und gute Reise. Ronny wollte Fußball spielen und Thomas und ich gingen ins Schwimmbad. Die 100 Mark lagen vergessen auf dem Küchentisch. Das heißt, sie sollten dort liegen. Kann ich bitte noch ein Wurstbrot haben? Natürlich kannst du, aber setz dich bitte hin. Du weißt, ich mag nicht, wenn du das Essen so im Stehen runterschlingst. Ich hab's aber eilig. Muss noch Schularbeiten machen. Das fällt dir ziemlich spät ein. Hast du die 100 Mark gewechselt? Ich? Wieso denn ich? Wir hatten besprochen, dass du das machst. Natürlich. Du hast noch gesagt, dass du sowieso Hefte kaufen musst. Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Dann leg das Geld raus. Ich mach's morgen selbst. Ich hab's ja gar nicht. Ich meine, ich hab's ja gar nicht mitgenommen. Ausgeschlossen, Junge. Guck erst mal in deinen Taschen nach. Hier, bitte, nichts. Ich weiß auch genau, dass ich es nicht mitgenommen habe. Das ist ja ein Ding. Ja, hast du es denn nicht? Nee. Ich dachte ja, dass du es hast. Kinder, nun überlegt bitte ganz genau. Man kann sich auch mal irren. Klar kann man sich irren. Aber diesmal irre ich mich nicht, das weiß ich ganz genau. Ich mich auch nicht, Mutti. Ganz bestimmt nicht. Tja, aber... Irgendwo muss das Geld doch geblieben sein. Meint ihr nicht auch? Glasklarer Fall. Jemand hat's geklaut. Ronny hat recht. Jemand muss es weggenommen haben. Na, na, na. Nur mal langsam, Julia. Du brauchst deinem kleinen Bruder nicht sowas nachzuplappern. Oh, von wegen klein. Aber Mutti, wenn du's nicht hast und Ronny auch nicht und ich auch nicht,
Ja, dann muss es jemand anders genommen haben. Und wer bleibt übrig? Die Operettentante? Der Bodenbäcker? Bodo Becker. Na, meinetwegen Bodo Becker. Und dein Freund Thomas Dings da. Kinder, das ist unmöglich, dass ihr jetzt alle Leute verdächtigt. Das könnt ihr einfach nicht machen. Von Thomas kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Und von Frau Wogenland eigentlich auch nicht. Und von Herrn Becker hoffentlich auch nicht. Man muss alle Tatverdächtigen in die Zange nehmen, jawohl. Du nimmst jetzt deine Schularbeiten in die Zange. Ja, Mutti. Und Julia hilft mir beim Abwaschen. Aber ich muss doch noch... Kein Aber, Julia. Ich will von der ganzen Sache nichts mehr hören. Habt ihr verstanden? Ob ihr verstanden habt? Ja. Also dann an die Arbeit, ihr Meisterdetektive. An die Arbeit, ihr Meisterdetektive. Das hätte sie besser nicht sagen sollen. Denn das hat mich erst auf die Idee gebracht, allein herauszufinden, wer das Geld gestohlen hat. Und dass es gestohlen worden war, das stand für mich fest. Ich hätte ja zu gern gewusst, ob meine Mutter auch einen Verdacht hat. Aber mit ihr war ja über die Sache nicht mehr zu reden. Also habe ich erst mal mit meinem kleinen Bruder gesprochen. Der ist nämlich manchmal gar nicht so dumm. Mensch, Julia, du träumst wohl. Wir kriegen das nie raus, echt nicht. Du vielleicht nicht, aber ich? Wie willst du denn das machen? Einfach hingehen und sagen, Herr Becker, warum haben Sie unsere 100 Mark geklaut? Quatsch, das muss man irgendwie... Also, na ja. Eine tolle Idee. Wir könnten ja zur Polizei gehen. Wegen 100 Mark? Wo die doch dauernd mit Millionendingern und sonst was für Verbrechen beschäftigt sind. Ach, die lachen uns glatt aus, sag ich dir. Hör mal, Ronny, kannst du dir vorstellen, warum Mutti nicht mehr über die Geschichte reden will? Na, weil sie... Na, die hat eben keine Zeit für unseren Krimi. Möglich. Aber vielleicht denkt sie auch, dass du oder ich... Verstehe ich nicht. Na, wir waren ja schließlich auch in der Küche, oder nicht? Julia, jetzt spinnst du wirklich. Du meinst, dass Mutti denken könnte, dass ich... Oder ich? Dass einer von uns beiden die 100 Mark genommen hat. Also wenn das so ist, dann... Na, sag ich doch. Wir müssen unbedingt beweisen, dass wir es nicht waren, verstehst du? Wenn wir es gewesen sein könnten, dann könnte es der Thomas auch gewesen sein. Mit dem habe ich mich schon unterhalten, der war's nicht. Bleibt nur Herr Becker übrig. Und Frau Wogenland. Frau Wogenland ist in Schlichtenhausen, die können wir nicht fragen. Schlichtenhausen liegt nicht auf dem Mond. Da kann man hinfahren. Ohne Fahrgeld? Man muss sich eben was einfallen lassen. Na, da bin ich aber gespannt. Und du versprichst mir, dass du es niemandem erzählst? Was soll ich niemandem erzählen? Dass ich nach Schlichtenhausen gefahren bin. Bist du ja gar nicht. Nein, aber morgen mache ich's. Morgen fahre ich hin. Ich hab dir doch gesagt, dass man sich was einfallen lassen muss. Na, mach's nicht so spannend. Erzähl schon. Du weißt ja, wo die großen Laster immer stehen. Da hinten am Griesenheimer Platz. Na, wenn schon. Meine Güte, du bist aber schwer von Begriff, Ronny. Die stehen ja nicht nur so rum, die fahren ja auch irgendwo hin, weil die was transportieren müssen. Weiß ich nicht. Aber ich. Der Vater von Claudia, der ist Fernfahrer. Und jeden Tag fährt er von hier nach Nierenburg und zurück. Was willst du denn in Nierenburg? Nichts. Ich will nach Schlichtenhausen. Also suche ich mir einen Laster mit einer Schlichtenhausener Autonummer und fahre mit. Einfach so? Einfach so. Aber heimlich natürlich. Ich klettere heimlich hinten drauf, wenn's niemand sieht. Ja, und in Schlichtenhausen kletter ich wieder runter. Und das alles wegen Frau Wogenland? Ach, Unsinn. Ich mach das, damit wir wissen, wer der Dieb ist. Stell dir vor, wenn Mutti immer ein ganz klein bisschen glaubt, einer von uns wär's gewesen. Julia, meinst du, die denkt sowas? Ich weiß nicht. Aber es könnte ja sein. Und darum habe ich mir alles so toll ausgedacht. Du hast aber wirklich Mut, Julia, du. Ehrlich. Wie alt ist denn das noch? Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Kannst mich ja ansteuern lassen, wenn du müde bist. Ich bin müde? Wie kommst du denn darauf?
Wenn er endlich das Zeug loswerden, ist schließlich eine ziemlich heiße Sache. Hättest du ja nicht mitmachen müssen. Habt ihr gleich gesagt, dass man eiserne Nerven braucht für sowas? Spiel dich nur nicht so auf. War immerhin meine Idee, oder nicht? Ideen haben kann jeder, aber so ein Ding wirklich drehen, das ist eine andere Sache. Ob die schon was gemerkt haben? Tsch, du bist vielleicht ein Trottelmensch. Natürlich haben sie das gemerkt, schon längst. Stell dir vor, der Fahrer kommt und will losfahren. Und die ganze Fuhre samt Wagen ist weg. Dann geht er zur Polizei und zeigt uns an. Das ist doch klar. Na eben. Findest du das nicht ziemlich bescheuert, dass wir ausgerechnet nach Schlichtenhausen fahren? Die warten ja nur auf uns. Die lassen uns doch glatt hochgehen. Sehe ich so blöd aus? Hab natürlich an alles gedacht. Fahr mal da auf den Parkplatz. Wieso? Da verlieren wir ja nur Zeit. Ich hab gesagt, du sollst auf den Parkplatz fahren, verstanden? Will das Nummernschild austauschen, ist doch klar. Wir brauchen ein neues Nummernschild. Weil die Polizei nur nach dem sucht, was jetzt dranhängt. Donnerwetter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Bist eben ein Anfänger. Wo ist denn das neue Nummernschild, Herbert? Wart's ab! Das muss... Augenblick, gleich hab ich's. Mensch, Fritz. Guck dir das mal an. Ich werd verrückt, da liegt wer auf der Pritsche. Verdammt nochmal. Du schlotter nicht gleich, ist doch nur ein Mädchen. Schläft sich hier aus. Hey, aufwachen. Hier wird nicht geschlafen. Was ist denn? Der hat doch bestimmt alles gehört, da weck ich drum. Ach, halt dich da raus, verstanden? So, du schläfst dich also da oben aus. Aber du bist sicher schon eine Weile wach und hast ein bisschen uns belauscht, oder? Was, belauscht? Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir schon fahren, weil... Oh, naja, ich war eben so müde. Sind wir denn schon da? Nun sag uns mal, wo du hin willst, Kleine. Nach Schlichtenhausen will ich. Darum habe ich mich hier oben in das Auto... in euer Auto gelegt. Weil ich doch kein Fahrgeld habe. Aha. Und da hast du dir gedacht, als blinder Passagier ist am billigsten. Naja, seid ihr... Ich meine, sind Sie jetzt böse? Natürlich. Natürlich nicht. Wie kann man an einem müden kleinen Mädchen denn schon böse sein? Ich mach dir einen Vorschlag. Du schläfst jetzt da oben fein brav weiter. Oh. Und wenn wir in Schlichtenhausen sind, dann lassen wir dich raus. Einverstanden? Oh ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Sehr, sehr nett von... Schläft sie wieder? Siehst du doch. Ich wechsle jetzt die Schilder aus. Und dann fangen wir weiter. Und das Mädchen? Dann schmeißen wir raus, wenn wir da sind. Ich weiß nicht. Was sollen wir denn sonst mit ihr machen? Wenn wir sie hier auf dem Parkplatz lassen, ist das erst recht verdächtig. Kommen wir in Teufels Küche. Hey, Kleine! Schläfst du? Na bitte. Was hab ich dir gesagt? Die schläft. Nun schnell die Schilder ab. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Ich werde froh sein, wenn alles vorbei ist, das sage ich dir. Ach, du bist eben eine Flasche. Mich sucht die Polizei schon seit Jahren und hat mich noch nie erwischt. Und weißt du warum? Keine Ahnung. Weil Herbert Kummelhofer eben der Größte ist und schlauer als die Polizei. Wer ist Herbert Kummelhofer? Na, ich natürlich, du Schwachkopf. Ah. Eins, eins, null. Hallo? Polizeistation Schlichtenhausen. Guten Tag, ich möchte gern... Hallo? Ja, hallo, Polizeistation. Ja, ich möchte eine Meldung machen. Was bitte? Eine Meldung. Ja, bitte. Ja, über einen gestohlenen Lastwagen. Und was noch? Zwei Männer. Der eine heißt Herbert Kummelhofer. Wie heißt der bitte? Kummelhofer. Hab ich. Und der andere heißt Fritz. Wo sind Sie bitte? In Bellingstedt. Aber jetzt sind Sie hier in Schlichtenhausen und das Nummernschild ist falsch. Das Kennzeichen bitte. Wie bitte? Das kennt, ob Sie das Ja, habe ich. KA-BL6544. Aber das ist falsch. Woher wissen Sie das denn? Ja, weil ich drin gelegen habe in dem Auto. Aha, Ihr Name bitte? Julia Schneider. Woher kommen Sie aus Schlichtenhausen? Nein, nein, ich bin aus Bellingstedt. Ihre Adresse bitte. Warum? Wie?
Warum wollen Sie dann das wissen? Können Sie zu uns kommen? Nein, kann ich nicht. Ich leg jetzt auf. Sie müssen bitte Wie bitte? Kommen. Sie müssen bitte kommen. Nein, nein. Auf Doch, Wiederhören. Meldung haben von Ihnen. Wenn ich gewusst hätte, was ich auf der Fahrt nach Schlichtenhausen zu Frau Wogenland erleben würde, hätte ich mich ja nie in dem fremden Lastwagen versteckt. Die haben mir zum Glück geglaubt, dass ich in der Schlafkoje wirklich geschlafen habe. Schwindeln kann ich eigentlich gar nicht. Aber vor lauter Angst habe ich es dann doch gekonnt. Naja, und als wir dann in Schlichtenhausen ankamen, hat mich der Herbert Kummelhofer ganz freundlich abgesetzt und ist weitergefahren. Wenn der gewusst hätte, dass ich gleich von der nächsten Telefonzelle die Polizei angerufen habe. Na, dann habe ich mich zu dem Theater von Bellingstedt durchgefragt und es war gar nicht weit. Draußen hat schon ein Schild gestanden, da stand drauf: Ein bunter Abend mit Lola Wogenland. Es war aber erst Vormittag. Frau Wogenland, da ist Besuch für Sie. Oh Gott, liebe Zeit, muss das sein? Ja, wer ist es denn? Ein Mädchen, Julia Schneider. Julia Schneider? Na sowas. Komm rein, mein Kind. Ach, wie kommst du denn hier? Ach, warum bist du denn nicht in Bellingstedt bei deiner Frau Mama? Ich wollte Sie besuchen, Frau Wogenland. Ach, so eine Überraschung. Aber es tut mir leid, Kindchen. Der bunte Abend ist vollkommen ausverkauft. Kein Plätzchen mehr zu haben, kein Mäuschen geht rein. Darum bin ich eigentlich auch gar nicht hergekommen, Frau Wogenland. Nicht? Na, sowas. Hier gibt es denn noch andere Gründe, bis nach Schlichtenhausen zu reisen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht, Kindchen, ich auch nicht. Ja, aber nur mal raus mit der Sprache. Was kann ich für dich tun? Also, es ist wegen... Ja? Wegen... Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Vorne. Anfangen tut man am besten immer vorne. Können Sie sich noch dran erinnern, wie das war, als wir alle in der Küche gewesen sind? Der Herr Becker und Sie... Also sei nicht albern, Julia. Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich bin doch nicht Dacker. Es war ja erst gestern, nicht? Ja, gestern, ja. Und... Na? Und da war... Ja, was war da? Das Geld. Julia, vor einer Stunde habe ich die restliche Miete an deine Mutter abgeschickt. Weiß sie denn überhaupt, dass du wegen dieser paar Mark die ganze Fahrt hierher gemacht hast? Habe ich ja gar nicht. Entschuldige. Ja, dann ist das ein Missverständnis. Was für Geld meinst du denn? Die 100 Mark. 100 Mark? Ja, welche 100 Mark? Ja, die vom Küchenschrank. Auf dem Küchenschrank haben 100 Mark gelegen. Ja, und? Ja, was ist damit? Haben Sie die nicht gesehen? Ja, die habe ich nicht gesehen. Ist das wichtig, ob ich die gesehen habe oder nicht? Die sind nämlich weg. Ja, vermutlich, weil sich jemand weggenommen hat. Ja, eben. Mein liebes Kind, ich habe das Gefühl, dass du mich ganz was Bestimmtes fragen willst und dich nur nicht traust. Richtig? Ja, so ungefähr. Ja, dann trau dich bitte. Haben Sie... Ich meine, haben Sie die 100 Mark mitgenommen? Julia, weißt du, was du mich gerade gefragt hast? Ich habe gefragt, ob Du ob hast Sie... mich gefragt, ob ich eine Diebin bin. Nein, so habe ich... Ich wollte nicht damit... Ob du das wolltest, ist eine ganz andere Sache. Immerhin hast du einen recht weiten Weg gemacht, weil du mir zutraust, ich könnte Geld gestohlen haben.
Ich weiß natürlich nicht, warum du mir das zutraust, mein Kind. Und ich will es auch gar nicht wissen. Die 100 Mark, von denen du gesprochen hast, die habe ich nicht mal gesehen. Na, bitte schön. Lassen wir das. Frau Wogenland, ich... Weiß deine Mutter, dass du hier bist? Nein. Das dachte ich mir. Ich werde dir jetzt das Rückfahrgeld geben und... Julia, wie bist du überhaupt hergekommen? Ich habe mich in einem Lastwagen versteckt. In der Schlafkoje. Ja, aber das ist ziemlich gefährlich für ein kleines Mädchen wie dich. Weißt du das? So klein bin ich aber gar nicht. Nein, 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 nein. Du bist natürlich schon ein sehr erwachsenes Mädchen. Und darum wirst du sicher auch noch darüber nachdenken, was es bedeutet, jemanden einen Dieb zu nehmen. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ja, ja. Ich gebe dir also das Fahrgeld und dann kannst du schon nachmittags wieder zu Hause sein. Einverstanden? Na, ich weiß nicht. Ja, bin ich. Warte einen Augenblick, Julia. Ich zieh mich nur schnell an. Ich muss meinen Mantel überlegen, damit ich mich nicht erkälte. Und dann bringe ich dich zur Bahn. Die frische Luft wird mir gut tun. Und ich sing mich ein wenig ein. La, 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 wie uns getraut. La, la. Julia. Ja? Wenn ich wieder mal in Bellingstedt bin, dann besuche ich euch. Und dann wirst du mir erzählen, wo sich das verschwundene Geld angefunden hat, ja? Ja. Komm jetzt. La, 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 la. Bin ich froh, dass ich zurück bin. Das war ein Verkehr auf der Autobahn, kann ich euch sagen. Schrecklich. Und was habt ihr den ganzen Tag gemacht, na? Ach, nichts Besonderes. Schule und so. Und du? Naja, du weißt ja. Ihr scheint ja einen spannenden Tag gehabt zu haben, so einsilbig wie ihr seid. Ist der neue Mieter schon zu Hause? Weiß nicht. Ich glaube, der ist noch weg. Na egal. Ich bring nur mal schnell den Wagen in die Garage. Bin gleich zurück. Ob sie was gemerkt hat? Was soll sie denn gemerkt haben? Na, du bist so komisch. So richtig, als ob du ein schlechtes Gewissen hast. Hab ich auch. Irgendwie. Das ist doch Käse. Brauchst du nicht zu haben. Wirklich. Na, du hast gut reden. War ich bei Frau Wogenland oder du? Na, bitte. Du mein Schreck. Nun gib bloß nicht so an. Ich geb ja gar nicht an. Aber es war wirklich ein scheußlicher Tag. Zuerst musste ich mich heimlich in einen fremden Lastwagen schleichen. Dann hatte ich ganz schreckliche Angst vor diesem Herbert Kummelhofer. Und zum Schluss dann diese Blamage im Theater. Also ehrlich, Julia, ich finde dich toll. Dass du sogar die Polizei angerufen hast, wahnsinnig irre. Ja, aber am schlimmsten war es doch bei Frau Wogenland, das kann ich dir sagen. Du hättest die mal sehen sollen. Ganz blass ist sie geworden, als sie das gehört hat mit dem Geld. Kann ich mir denken. Das ist immer so bei Verbrechern. Also wie oft muss ich dir denn noch sagen, Frau Wogenland war es nicht. Nie im Leben. Wirklich? Naja, wenn du sagst, dann... Kannst du mir schon glauben, Ronny? Na gut, dann war's der Bäcker. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Sollen wir nicht noch mal unterm Küchenschrank gucken und überall so? Ja, wie oft denn noch? Da ist nichts. Also Bodo Bäcker. Genau. Kannst du das nicht machen? Was? Na, ihn fragen, ob er das Geld genommen hat. Tja, also, ich weiß nicht. Du hast schon mehr Übung, verstehst du? Ich bin da vielleicht nicht so gut. Ich meine beim Verhör. Hab schon kapiert, ich mach das selber. Aber heute nicht. Ich bin todmüde, wirklich. Du, da kommt Mutti. Lass dir nichts anmerken. Ronny hatte gut reden. Das war gar nicht so einfach mit dem Verstellen. Ich bin dann aber schnell ins Bett verschwunden, weil ich mir überlegen musste, wie ich das mit Herrn Bäcker machen muss. Also jedenfalls wollte ich diesmal vorsichtiger sein als bei Lola Wogenland. Also denn, tschüss Thomas. Tschüss Julia. Und denk dran, morgen ist Dienstag, da ist die Mathearbeit. Ich weiß, okay.
Julia! Hallo! Julia! So eine Überraschung. Kommst du jetzt schon aus der Schule? Wir hatten heute früher Schluss. Sonst komme ich immer erst um 2 raus. Dann können wir ja das Stück zusammengehen, nicht? Bleiben Sie lange in Bellingstedt, Herr Becker? Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie lange die Baufirma mich hier als Architekt braucht, weißt du? Vielleicht 6, 7 Monate? Aha. Warum fragst du? Nur so. Aber es gefällt mir gut hier. Kann sein, dass ich länger hier bleiben möchte. Mein Zimmer gefällt mir übrigens auch gut. Deine Mutter hat mir noch eine zweite Lampe reingestellt. Finde ich sehr freundlich von ihr. Wirklich. Und unsere Küche? Gefällt Ihnen die auch? Ach, weißt du, mit Küchen habe ich gar keine Schwierigkeiten. Kochen kann ich nicht. Backen kann ich auch nicht. Das ist die Hauptsache, dass ab und zu ein kühles Bier im Kühlschrank ist. Und euer Kühlschrank ist ja ganz fabelhaft. Und groß genug für viele Biere. Ja, sonst ist Ihnen aber nichts aufgefallen. Am Kühlschrank? Nein, an der Küche meine ich. Warte mal. Nein, ich glaube nicht. War was Besonderes zu sehen? Eigentlich nicht. Aber gemütlich ist sie, eure Küche. Hab gestern noch eine Weile dort gesessen, als mir deine Mutter von dem Pech erzählt hat. Das ist aber auch zu dumm. Pech? Wieso Pech? Weißt du nicht? Na, die 100 Mark meine ich. Oder haben die sich inzwischen wieder angefunden? Nö. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wohin die verschwunden sind. Du vielleicht? Ach, ich dachte... Ja? Wahrscheinlich hat sie jemand eingesteckt. Eben nicht. Das ist ja das Merkwürdige. Deine Mutter hat mir gesagt, dass weder dein Bruder noch du daran gedacht haben, den Schein zu wechseln. Aber weißt du, was wir machen? Wenn wir jetzt nach Hause kommen, gucken wir noch mal ganz genau nach, ob wir nicht doch was finden. Hinter dem Kühlschrank oder unter dem Herd oder so. Was meinst du? Tja, meinetwegen. Aber ich glaube nicht, dass wir was finden. Nicht, Julia. Irgendwas machst du falsch. Wieso? Na, hör mal. Da hatten wir 2 fabelhafte Tatverdächtige und 2 du... 2 was? Mann, du hast ja keine Ahnung. Tatverdächtige. Das sind Leute, die verhört werden müssen, weil sie es gewesen sein können. Gewesen sein? Wie denn? Die können das Verbrechen begangen haben. Verbrechen? 100 Mark sind schon ein Verbrechen? Immerhin Diebstahl, das weiß ich genau. Ja, wenn du meinst... Bitte. Aber Frau Wogenland und Herr Becker sind jedenfalls keine Verbrecher. Wer sagt das? Sowas merkt man eben. Wenn du sowas gleich merkst, kannst du in jedem Fernsehkrimi mitmachen. Die merken erst immer ganz zuletzt, wer es gewesen ist. Mach bloß keine Witze. Du redest nur immer so klug und die Arbeit muss ich machen. Ich sag ja gar nichts. Aber wir stehen jetzt wieder ganz am Anfang mit unseren Nachforschungen. Nachforschungen, Tatverdächtige, Verbrecher. Was du für Ausdrücke hast. Ich bin eben Fachmann. Also, ob Ronny Fachmann ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er immer mit dem Mund vorne weg. Aber geholfen hat uns das gar nichts. Und wenn es am schlimmsten wird, dann ist er überhaupt nicht da. Ist Ronny nicht zu Hause, Mutti? Nein, noch nicht. Und das ist doch gut so. Warum? Weil ich etwas mit dir zu besprechen habe, darum. Darf Ronny das nicht wissen? Ich vermute, er weiß es schon. Ja? Ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hör mal zu, Julia. Vor einer halben Stunde war ein Herr von der Polizei bei mir. Eigentlich wollte er dich auch sprechen. Ach, mich? Ja. Wegen der Belohnung. Wegen welcher Belohnung? Für Herbert Kummelhofer. Herr Kummelhofer bekommt eine Belohnung? Du bekommst eine Belohnung. Denn weil du die Polizei angerufen hast, konnte dieser Mann festgenommen werden. Herbert Kummelhofer? Und da bekomme ich? Wieso denn? Weil das ein gesuchter Verbrecher ist und weil man ihn ohne deine Hilfe nicht hätte festnehmen können. Auch Fritz Krone nicht. Was? Dann weißt du ja schon alles. Von fremden Leuten, jawohl.
Und ob das alles ist, weiß ich natürlich nicht. Dass ich nach Schlichtenhausen gefahren bin? Ich weiß, dass du mit einem gestohlenen Lastwagen dorthin gekommen bist. Und dass du die Polizei angerufen hast, das weiß ich auch. Mehr aber nicht. Und darum wirst du es mir jetzt erzählen. Einverstanden? Ja. Lieber Herr Gesangverein, und ist sie sauer? Ach, sauer eigentlich nicht, aber ich glaube, sie war ganz schön traurig. Na, hör mal, du bekommst eine Belohnung und Mutti ist traurig? Ausgeschlossen. Ach, nicht wegen der Belohnung natürlich, weil wir ihr nichts erzählt haben. Das ist doch klar. Ach so, ja. Ja, eigentlich hat sie recht, wo wir uns ja sonst immer alles erzählen. Ja, aber du brauchst keine Angst zu haben, Ronny. Es ist jetzt wieder in Ordnung. Mit mir auch? Oder gibt's noch Krach? Nö, glaube ich nicht. Und das Blödeste ist, dass wir nichts rausgekriegt haben bei der ganzen Anstrengung. Du meinst den Dieb? Na klar meine ich den Dieb. Was dachtest du denn? Na, wer weiß. Was heißt das? Nichts. Gehen wir jetzt nach Hause? Geh du mal vor. Ich habe noch was zu erledigen. Was zu erledigen? Wie sich das anhört. Aber meinetwegen. Du kannst ja nachkommen, wenn du fertig bist. Aber die Aufgaben hast du ja selber mitgeschrieben. Ja, habe ich. Dann brauchst du sie doch nicht von mir abzuschreiben. Nein, brauche ich nicht. Na, du hast aber vorhin gesagt, du kommst wegen der Aufgaben. War eine Ausrede. Versteh kein Wort. Warum denn Ausrede? Eigentlich muss ich was anderes mit dir besprechen. So? Was denn? Was Wichtiges. Ach so. Ich habe eine Belohnung bekommen. Von der Polizei. Eine Belohnung? Wofür denn? Weil ich einen Dieb gesucht habe. Dafür bekommt man eine Belohnung? Nein. Aber beim Suchen habe ich zwei Verbrecher getroffen. Und die habe ich bei der Polizei angezeigt. Den Dieb hast aber nicht gefunden. Noch nicht. Aber vielleicht schon bald. So? Ja. Du? Julia? Ja? Ich muss dir was sagen. Ja, das habe ich mir gedacht. Was hast du dir gedacht? Ich habe mir gedacht, dass du aus Versehen einen 100-Mark-Schein mitgenommen hast, als du neulich bei uns warst und dass du mir das jetzt sagen willst. Aus Versehen? Ja, was denn sonst? Glaubst du, ich will meiner Mutter erzählen, dass mein bester Freund absichtlich Geld mitnimmt, wenn er uns besucht? Ich konnte einfach nicht anders, als das da so lag. Ich weiß auch nicht. Aber du sollst deine Mutter nicht belügen. Meinetwegen. Das habe ich auch gar nicht vor. Aber du hast doch gesagt... Kannst du mir die 100 Mark zurückgeben? Jetzt gleich? Hier. Hier sind sie. Und ich verspreche dir, dass ich nie... Ist schon gut, schon gut. Ich möchte lieber gehen. Es ist sowieso schon spät. Ich wollte nur sagen, dass ich... Ja, andermal, Thomas. Wir sehen uns morgen in der Schule. Und wenn du willst, kannst du mich nachmittags zum Schwimmen abholen. Vielen Dank, Julia. Tschüss. Bis morgen. Besser hätte ich's auch nicht machen können, Julia. Meinst du? Aber ja. Nur, wie soll's weitergehen? Woher wissen wir, ob der Thomas nicht vielleicht wieder... Ach, bestimmt nicht, Mutti. Das weißt du so genau? Wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich habe mir gedacht, also ich meine, dass ich, morgen zum Beispiel gehen wir zusammen schwimmen. Du möchtest einen guten Einfluss auf Thomas ausüben, meinst du das? Ja, ich glaube, das meine ich. Sehr viele Freunde hat er nämlich nicht. Kein Wunder, wo der beim Fußball so eine Flasche ist? Meine Güte, Ronny. Was hast du bloß im Kopf außer Fußball? Hör mal, Julia, du hast doch gesagt, dass du den Thomas schon mal gefragt hast, ob er's gewesen ist. Ich hab gesagt, ich hab mich mit ihm unterhalten und er war's nicht.
weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Naja, ich verstehe schon, auch ohne Brille. Und wenn du willst, dann komme ich morgen mit, wenn ihr schwimmen geht. Ronny ist auch wirklich mitgegangen. Daran erinnere ich mich gut, obwohl es schon eine Weile her ist. Und mit Thomas hat es seitdem nie wieder Ärger gegeben. Das bleibt auch so. Das weiß ich genau. Übrigens, ich bin jetzt gerade wieder mittendrin in einer Detektivgeschichte. Von der erzähle ich dann ein andermal. Wenn ich nicht bei dem Preisausschreiben mitgemacht hätte, dann könnte ich heute nicht von unserem Zirkusabenteuer erzählen. Wir hätten nämlich gar keins erlebt. Weil aber mein Bruder den Namen von dem Zirkus gewusst hat, der für eine Woche sein Zelt in Bellingstedt aufstellen wollte. Darum hat er bei dem Preisausschreiben gewonnen. Eines Tages kam ein Brief und da stand drin, Sie haben die richtige Antwort an das Bellingstedter Tageblatt geschickt. Sie haben gewonnen. Leben Sie 3 Tage mit Tieren und Artisten in Wohnwagen und Zirkuszelt. Bitte melden Sie sich mit diesem Brief bei der Direktion des Zirkus Molina. Wo gehen wir denn jetzt hin? Die Wohnwagen sehen ja alle gleich aus. Wir suchen eben den Wagen vom Direktor, ist doch klar. Hast du den Brief, Ronny? Aber immer. Ich bin ja schließlich der Preisträger. Dich habe ich bloß mitgebracht. Meinst du, Mutti hätte dich alleine 3 Tage zum Zirkus gelassen? Hey, ihr zwei. Sucht ihr was Bestimmtes oder lungert ihr nur so rum? Wir suchen den Direktor. Aha, den Direktor sucht ihr. Wollt ihr Freikarten haben oder was? Freikarten? Nö. Ich hab 3 Tage Zirkus im Preisausschreiben gewonnen. Hier in dem Brief steht, wir sollen uns bei der Direktion melden. Ihr seid das also. Na gut, kommt mit. Es ist gleich da drüben, der gelbe Wagen. Ich bringe euch hin. Ich glaube, ihr solltet dem Grünen dort übernachten. Der ist frei geworden. Also, da sind wir. Molly, bist du drin? Was ist los, Pippo? Die 2 Kinder von dem Preisausschreiben sind da. Hab sie gleich mitgebracht. Ja, sollen reinkommen. Tür ist offen. Bis später dann. Ich heiße übrigens Pippo. Na los. Kommt rein, ihr zwei. Da habt ihr Angst. Guten Tag. Ich bin Ronny Schneider und das ist meine Schwester Julia. Tag. Es freut mich. Und ich bin Molly Molina. Ihr könnt einfach Molly zu mir sagen. Das genügt. Wir nennen uns hier alle nur beim Vornamen. Ja, aber wir sollen uns eigentlich beim Direktor melden, wissen Sie? Ja, natürlich weiß ich das. Der Direktor bin nämlich ich. Der Zirkus Molina ist mein Zirkus. Dann bist du also, ich meine, Sie sind... Ach, du kannst ruhig du zu mir sagen, mein Junge. Ja, ich bin's also. Und ich zeig euch euer neues Zuhause. Kommt mit. So, ihr wohnt da in dem grünen Wagen. Hat euch Pippo sicher schon gesagt. Ich habe ein 2. Bett reinstellen lassen. Und zum Essen, da kommt ihr zu mir rüber. Das ist am praktischsten. Und einen Schlüssel bekommt ihr auch hier. Für jeden einen. Kannst gleich mal aufschließen. Oh, das ist ja toll. Einen eigenen Schlüssel. Und einen eigenen Wohnwagen. So, ich lasse euch jetzt allein. Ihr könnt erstmal eure Sachen auspacken und dann guckt ihr euch ein bisschen bei uns um. Heute Abend ist Premiere. Das wisst ihr ja sicher. Premiere? Ja. Ja, heute ist die erste Vorstellung in Bellingstedt. Und da sitzt ihr natürlich ganz, ganz vorn. Ich zeige euch das später noch. Aber jetzt muss ich mich beeilen, weil ich die Kasse machen muss. Bis später also. Donnerwetter, das ist ja irre. Und eine Frau als Direktor. Na und, warum denn nicht? Eben, warum eigentlich nicht? Du, was meinten die Molly damit? Womit? Weil ich Kasse machen muss, hat sie gesagt. Ja, sie ist nicht nur Direktor,
Sie ist auch Kassiererin, glaube ich. Das finde ich aber ulkig. Sieh mal, Ronny, das ist doch nur ein kleiner Zirkus. Die können sich da keine Kassiererin extra leisten. Da macht eben jeder alles. Vielleicht dürfen wir auch mal was helfen. Nö, ich guck mir lieber alles in Ruhe an. Bin froh, dass wir Ferien haben. Erstmal packen wir aus. Und dann? Spazieren wir ein bisschen rum. Vielleicht gibt's auch Tiere zu sehen. Bestimmt. Also ich habe das nicht so gezeigt vor meinem kleinen Bruder. Aber gewundert habe ich mich auch. Zuerst über Molly, denn ein Zirkusdirektor, oder besser, eine Zirkusdirektorin, hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt, viel strenger. Und wenn der Pippo nicht sein Clownskostüm angehabt hätte, wäre er gar nicht wie ein Clown gewesen. Richtig streng war der, lustig überhaupt nicht. Aber dann haben wir auch noch andere Leute vom Zirkus kennengelernt. Cora zum Beispiel, eine richtige Kunstreiterin. Ja, natürlich. Eine richtige Kunstreiterin. Und reitest du heute Abend auch? Ich meine, wenn wir ganz vorne sitzen? Bei der Premiere? Nein, heute nicht, leider. Och, warum denn nicht? Tja, das ist schwer zu sagen. Es ist wegen Molly. Molly Molina? Sie ist auch Kunstreiterin, genau wie ich. Es ist aber nicht gut, wenn die Pferde Nummer zweimal gezeigt wird. Das langweilt das Publikum. Und darum tritt heute Molly auf. Und du? Vielleicht morgen. Wenn Molly mal keine Lust hat oder keine Zeit, dann bin ich dran. Ich sag's euch, wenn's soweit ist. Nun, und jetzt machst du gar nichts? Oh, doch, eine Menge. Ich helfe Danny bei seiner Trapeznummer. Ich bin auch bei den Clowns dabei. Und in der Pause verkaufe ich warme Würstchen. Da bin ich aber platt. Ronny. Ja, da staunst du. Aber beim Zirkus, da muss jeder alles können. Drückeberger gibt's ja nicht. Und was machst du am liebsten? Am liebsten arbeite ich natürlich mit den Pferden, das ist klar. Na, hoffentlich hat Molly schon bald mal keine Lust. Und dann bist du dran, ja? Ja, dann bin ich dran. Aber nun kommt, ich zeig euch noch schnell die Pferde. Da sind sie. Gefallen sie euch? Oh, klasse sind die. Besonders das Weiße da hinten. Das ist Ajax. Den habe ich besonders gern. Cora, was ist denn los? Was machst du bei den Pferden? Ich denke, du probierst mit Pippo die Salto-Nummer. Ich habe die Kinder ein bisschen rumgeführt, weiter nichts. Pippo hat jetzt sowieso keine Zeit. Er probiert mit Pippolino. Was, mit Pippolino? Unmöglich. Ich weiß es genau. Bis 4 Uhr mindestens, hat er gesagt. Also das Kind kommt mir nicht in die Manege. Ich hab's ihm 100 Mal gesagt. Tut mir leid, aber was soll ich machen? Na, nichts. Das mache ich schon selbst. Verlass dich drauf. Warum ist sie denn so böse? Na, wegen Pippolino. Der Pippo möchte unbedingt, dass der Kleine mit ihm auftritt. Und Molly hat's verboten. Warum hat sie's denn verboten? Pippolino ist der Sohn vom Pippo. Er ist noch ein Kind. Und Molly sagt, dein Kind gehört in die Schule und nicht in die Manege. Ach, die hat ja keine Ahnung. Ich würde wahnsinnig gern Clown sein. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist verboten, dass Kinder nicht in die Schule gehen, sagt Molly. Was sagt Molly? Also ihr zwei, das ist Danny. Von dem ich euch erzählt habe. Er macht eine ganz fabelhafte Trapeznummer. Und ihr seid sicher Julia und Ronny, oder? Mhm. Hab schon von euch gehört. 3 ganze Tage und Nächte wollt ihr es beim Zirkus aushalten? Na, da bin ich ja gespannt. Och, das halten wir leicht aus. Auch noch länger. In der Schule beneiden uns bestimmt alle. Kann ich mir denken. Danny, ich muss mich beeilen wegen der Salto-Nummer. Kannst du die Kinder mal zu Barbados bringen? Klar, mach ich. Kommt mit. Das wird euch sicher gefallen. Fall nicht, Julia. Da liegt noch ein Futtereimer. Hier lang, ihr zwei. Und da sind wir schon. Oh, haben die noch Zähne, die Löwen? Klar, das sieht man doch. Hey, Barbados. Hier ist Besuch für dich. Augenblick. Komme gleich. Er hat sie gerade gefüttert. Aber da kommt er schon. Das ist Barbados, den ihr nachher mit seiner Löwennummer seht. Das ist Julia und das ist Ronny. Hallo, ja. Barbados. Ihr habt also das Preisausschreiben gewonnen. Na, bravo! Hoffentlich macht's euch Spaß hier bei uns. Sag mal, Danny, hast du die Chefin gesehen? Molly ist bei Pippo. Es hat Krach gegeben, glaube ich. Kein Wunder, Danny. Mit mir auch.
Scheußliche Stimmung heute. Immer noch wegen des Tigers? Ach, du hast das schon gehört? Von wem denn? Weiß ich nicht, Barbados. Irgendwer hat's mir erzählt. Einen Tiger hast du auch? Nein, nein. Und ich will auch keinen. Magst du keine Tiger? Schon. Früher habe ich auch mit Tigern gearbeitet. Aber jetzt habe ich meine Löwen und das genügt mir. Was passiert denn, wenn du auf Mollys Vorschlag nicht eingehst? Wenn ich keinen Tiger will? Das kannst du dir doch denken. Da muss ich mir was anderes suchen ab Mai. Es geht den Menschen wie den Leuten. Du hörst auch auf? Ja, das gibt's ja nicht. Molly hat die 3 Toyonas eingekauft. Noch 4 Wochen und dann bin ich weg. Danny! Danny! Ich hau ab. Mal hören, was los ist. Bis später. Bis später, Danny. Barbados, wann fängt die Vorstellung an? In einer Stunde. Warum? Dann müssen wir jetzt zu Frau Molina. Ich meine zu Molly. Sie gibt uns nämlich unsere Eintrittskarten, weißt du? Dann lauft schnell. Wir sehen uns ja noch öfter. Tschüss, ihr beide. Tschüss. Tschüss. Du, wir klatschen ganz toll, wenn du mit den Löwen kommst. Bestimmt. Zeig mal, was steht denn drauf auf den Karten, Julia? Ehrenkarte. Loge A. Loge ist am besten, glaube ich. Ganz vorn, Ronny, das weiß ich genau. Ist es schon soweit? Ach, noch lange nicht, in einer halben Stunde erst. Du, wie findest du das hier so? Irgendwie habe ich es mir ganz anders vorgestellt. Du nicht? Doch, und wie? Wie denn? Ich weiß auch nicht. Die Leute sind gar nicht richtig glücklich hier. Ich dachte immer, für Zirkusleute ist immer Urlaub oder so. Die Cora gefällt mir am besten. Schade, dass die nicht reiten darf heute. Hm. Die darf nicht reiten und der Sohn von Pippo darf überhaupt nicht mitmachen. Also ich glaube, die Molly ist ein schrecklich strenger Direktor. Quatsch, eine Direktorin ist das. Ja, und wenn der Barbados nicht den Tiger haben will, dann wird er bestimmt entlassen, glaube ich. Entlassen? Wie denn? Na, hast du doch gehört. Danny ist ja auch entlassen worden, weil Molly das wollte. Du, ist das schlimm? Ich glaube ja. Sonst würden ja nicht alle drüber reden die ganze Zeit. Entlassen ist wohl so ähnlich wie arbeitslos. Stefans Vater ist auch arbeitslos. Der Stefan hat immer dieselben Sachen an. Na, ihr zwei. Wollt ihr euch nicht bald eure Plätze suchen? Es fängt nämlich gleich an. Ich hab die Kasse schon zugemacht. Ja, los, Ronny, beeil dich. Na, ihr findet ja den Weg. Ich muss mich ganz schnell umziehen, sonst schaffe ich's nicht. Viel Spaß wünsche ich euch beiden. Danke, Danke. Mommy. Und in der Pause kaufen wir bei Cora Würstchen. Die Cora hat dem Ronny am besten gefallen. Dabei hat sie gar nicht viel gemacht. Einmal war sie als Clown da und dann hat sie dem Danny die wackelige Strickleiter gehalten und in der Pause, da hat sie uns Würstchen geschenkt. Mir hat aber alles gleich gut gefallen. Barbados war ganz toll mit seinen Löwen. Bei Danny habe ich fast keine Luft gekriegt, als der da oben rumgeturnt ist. Der Pippo, der ist als Clown zum Totlachen und gar nicht streng wie sonst. Und Molly war einfach klasse als Kunstreiterin. Sie hat auch viel schöner ausgesehen als in ihrem Wohnwagen. Wirklich. Dann war da noch eine Hundenummer und Affen waren da und auch Akrobaten und so. Und wir haben wie verrückt geklatscht. Und zum Schluss sind nochmal alle zusammen in die Manege gekommen. Und man hat gar nichts von dem ganzen Ärger gemerkt, wenn man es nicht gewusst hat. Als wir wieder im Wohnwagen waren, da konnten wir überhaupt nicht schlafen. Du, Ronny? Ja? Morgen dürfen wir bestimmt wieder hin, oder? Na klar. Sowas könnte ich jeden Tag sehen. Und vielleicht hat Molly morgen keine Lust. Verstehe ich nicht. Na, wenn Molly keine Lust hat, dann reitet morgen die Cora-Kunst. Die kann das bestimmt noch besser. Glaube ich nicht. Molly war wirklich spitze. Dein Danny aber auch. Was soll denn das heißen, dein Danny? Du träumst wohl. Feuer! Feuer! Du, das war Pippo. Es brennt! Es brennt! Ob der Spaß macht?
Ja, was ist denn los? Es brennt! Was? Feuer. Weck die anderen, Pippo, schnell! Ja, mach ich, das hat uns gerade noch gefehlt. Hey, aufwachen! Da hinten ist doch ein Hydrant. Sollen wir rausgehen, Ronny? Ach, komm mal hier zum Fenster. Ich glaube, das Feuer ist da hinten. Du, ich hab Angst. Ach, das kommt nicht bis hierher, bestimmt nicht. Kinder, ihr bleibt hier im Wagen. Das zählt bald. Die Feuerwehr muss gleich da sein. Ja, wir sollen drinbleiben, Ronny. Ich bin ja nicht taub. Die war ganz blass, die Molly. Hast du gesehen? Na, wenn doch ihr Zirkus brennt. Ich sehe aber gar nichts. Ach, guck doch mal richtig hin. Ist ja alles ganz hell da hinten. Die rennen da alle draußen rum, nur wir nicht. Sollen sie nicht löschen helfen? Ronny, du bleibst hier. Mutti hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Ist ja schon gut. Ich bleib ja hier. Feuerwehr. Mensch, die ist aber schnell. Wenn's doch brennt. Trotzdem, dass die so schnell da sind? Na, Kinder, alles in Ordnung? Ja, wir müssen im Wagen bleiben, hat Molly gesagt. Ist doch besser. Besonders jetzt, wo die Feuerwehr kommt. Du, Cora, ist denn der Brand schlimm? Von dem Fenster hier sieht man so wenig. Ziemlich schlimm, glaube ich. Obwohl der Pippo es noch rechtzeitig entdeckt hat. Woher kommt denn das plötzlich, so ein Feuer? Keine Ahnung, Ronny. Vielleicht hat jemand seine Zigarette weggeworfen oder so. Ja, aber die Zuschauer sind doch schon längst alle weg. Ja. Na, dann muss das jemand vom Zirkus gewesen sein. Ja, möglich ist alles. Obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Julia hat bei sowas immer den richtigen Riecher. Ich kenne das schon. Die Polizei wird das sicherlich rausbekommen, denke ich mir. Polizei? Was hat denn die Polizei damit zu tun? Die muss das natürlich untersuchen, Julia. Na, ich dachte, die untersuchen nur Verbrechen. Große Brände auch. Verstehe ich nicht. Sieh mal, es könnte ja sein, dass jemand den Brand absichtlich gelegt hat. Und das muss die Polizei rausfinden. Absichtlich? Warum denn? Ich glaube, ich lasse euch jetzt besser allein. Ich muss wieder raus zu den anderen. Ja, klar. Aber erzähl uns nachher, wie das alles war. Ach, hier steckst du also, Cora. Wir suchen dich nämlich überall. Ich habe mal nach den Kindern gesehen. Jetzt hör bitte mal zu, Julia. Der Pippolino bleibt hier bei euch, bis draußen alles vorbei ist. Verstanden? Ja. Na komm, Cora, schnell, schnell. Tag. 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 Das ist mein Bruder Ronny. Und ich bin die Julia. Hat mein Vater mir schon erzählt. Der hat das Feuer zuerst gesehen, stimmt's? Stimmt. Schade, dass du nicht dabei warst heute. Wo du so gerne wolltest. Später darf ich vielleicht, wenn ich nicht mehr zur Schule muss. Wo gehst denn du zur Schule? Zu Hause natürlich. Aber jetzt sind ja Ferien. Hm, bei uns auch. Du, Pippolino, hast du das Feuer gesehen? Hab ich. Ist ganz schön riesig. Hast du eine Ahnung, wie das passiert ist? Weiß ich nicht. Aber ein Feuerwehrmann hat gesagt, das ist Brandstiftung. Brandstiftung? Wie ist denn das? Ja, das hast du doch vorhin gehört. Das ist, wenn jemand absichtlich irgendwo Feuer macht. Dafür kommt man ins Gefängnis, das weiß ich. Ja, wenn es Brandstiftung war, dann muss das ja jemand von euch gemacht haben. Von uns? Wieso? Weil keine Zuschauer mehr da waren, darum. Du bist ganz schön schlau. Hm. Aber das findet die Polizei schon raus, hat Cora gesagt. Cora? Steht ja selber so eine Wut auf Molly. Was hat denn das mit Wut zu tun? Ja, Pippolino meint, dass jemand so große Wut auf Molly Molina hat, dass er ihren Zirkus angesteckt hat. Ach, ihr spinnt ja. Sowas macht niemand. Das gibt's nicht. Als alles vorbei war und als die Feuerwehr wieder weg war, hat Pippo den Pippolino wieder abgeholt. Wir waren ganz schön müde und haben gleich geschlafen. Aber am nächsten Tag habe ich mit Ronny noch mal davon geredet. Von der Brandstiftung. Guck mal, Julia, es ist gar nicht viel zu sehen von dem Feuer. Das Zelt ist noch ganz okay, findest du nicht? Ja, ja. Aber die zwei Wohnwagen da, die sind hin. Wollen wir mal gucken? Gleich, warte mal. Ich muss dich erst noch was fragen. Hm? Du, ich habe mir das noch mal überlegt, das mit der Brandstiftung. Mhm. Ach Mensch, sag doch nicht immer nur hm. Du hast doch bestimmt auch irgendwas überlegt, oder? Ich bin nicht die Polizei. Ach nun, sag schon, ob du dir was ausgedacht hast. Naja, ich habe mir gedacht, dass jemand den Zirkus anzünden wollte,
der die Molly nicht leiden kann. Du meinst, dass jemand aus lauter Gemeinheit sowas macht? Na ja, sieh mal, die Molly ist ja auch nicht sehr nett zu den Leuten. Zu uns aber doch. Das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel Barbados. Den will sie rausschmeißen, weil er lieber mit Löwen als mit Tigern arbeitet. Ja, und Cora muss Würstchen verkaufen, wo sie eigentlich eine richtige Kunstreiterin ist. Und Danny hat sie auch rausgeschmissen und dafür andere Artisten genommen. Ja, und Pippolino darf nicht als Clown auftreten. Darüber ist der Pippo ganz schön böse. Oder nicht? Danny und Cora und Barbados und Pippo. Das sind schon vier Leute, die eine Wut auf Molly haben. Und du meinst das... Ich meine gar nichts, Ronny. Das ist sowas Schlimmes, dass man es einfach von niemandem denken darf. Aber du denkst dir trotzdem was. Ich kenne dich, Julia. Psst. Hör mal. Was denn? Ich bin da jedenfalls skeptisch. Wer ist denn hier drin? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Coras Wohnwagen. Komm, wir lauschen. Jeder wird verdächtig, natürlich. Wenn die Polizei der Meinung ist, dass es Brandstiftung war, dann hat sie auch ihre Gründe, Cora. Gründe? Dafür gibt's keine Gründe. Niemand würde sowas tun. Niemand von uns jedenfalls. Da bin ich gar nicht so sicher. Aber Danny, das ist ganz ausgeschlossen. Du kannst doch nicht irgendjemanden verdächtigen. Ich verdächtige niemanden. Ich habe nur gesagt, dass manche von uns eine solche Wut auf Molly haben, dass sie... Danny, du bist verrückt. Wer denn zum Beispiel? Ich hätte allen Grund, ihr eins auszuwischen. Und du auch. Eins auswischen und den Zirkus anzünden, ist wohl nicht dasselbe. Natürlich behandelt Molly uns alle miteinander nicht sehr gut, aber sowas, nein. Sprich leiser, Cora. Man kann nicht wissen, wer draußen gerade vorbeigeht. Oh, was soll denn da los? Dann ist wieder der Teufel los. Komm, was, Julia, wir hauen ab. Dann werden wir wieder verdächtigt. Ja, aber vorsichtig, dass sie uns nicht hören. Da hast du es gehört. Niemand glaubt, dass das Feuer ein Zufall gewesen ist. Das ist aber noch lange kein Beweis. Cora würde sowas nie machen, das weiß ich genau. Na, die Polizei muss jeder Spur nachgehen. Aber die Polizei lauscht nicht an Wohnwagen rum. Die nicht. Aber wir ja. Sonst kriegen wir nichts raus, Ronny. Und dabei haben wir ja schon eine heiße Spur. Wenn Molly wüsste, was wir hier machen, du, die schmeißt uns glatt raus, da wette ich. Aber wenn wir den Täter rauskriegen, dann ist sie froh. Ich hab jetzt keine Lust mehr auf Verbrecherjagd. Komm, wir gucken mal, was die Löwen machen, ja? Meinetwegen. Vielleicht gibt's da auch eine heiße Spur. Die Löwen brauchst du gar nicht zu verdächtigen. Die waren's bestimmt nicht. Sieh mal, die schlafen. Dann besuchen wir eben Barbados. Das ist die Tür dahinter. Sei leise. Wir schleichen uns an. Schon wieder lauschen? Ach, du spinnst wohl, Julia. Das ist kein Lauschen, das ist Verbrecherjagd. Nun komm. Schnell, hier runter, Julia. Besser du gehst wieder, Pippo. Ich kann mir diesen Quatsch nicht anhören. Ach, komm wieder rein und mach die Tür zu. Nein, ich muss nach den Tieren sehen. Verschwinde bitte. Ich verschwinde, wenn es mir passt. Und ich sag's dir nochmal. Ich wette, der Danny war's. Schrei nicht so, sonst hört dich jemand. Mich kann jeder hören. Ich hab keine Geheimnisse. Wenn es Danny gewesen sein kann, dann kannst du's auch gewesen sein. Ich? Wieso denn ich? Weil du dich genauso oft über Molly geärgert hast wie Danny. Darum... Und weil du dich durch deine Verdächtigungen selber verdächtig machst. Also, Baba, das jetzt reicht's mir. Was fällt dir denn ein, mich zu verdächtigen? Ich habe nicht dich verdächtigt. Ich habe gemeint, dass wir eigentlich alle das Feuer gelegt haben könnten. Pippo! Barbados! Ich suche euch überall. Was ist denn los? Fällt die Vorstellung heute aus, oder was? Die Vorstellung fällt natürlich nicht aus. Dafür gibt's gar keinen Grund. Das Zelt ist ja völlig in Ordnung. Und was sagt die Polizei? Ah, vermutet Brandstiftung. Jeder vermutet Brandstiftung, scheint mir. Wieso jeder? Na los, Pippo, nun sag schon. Ich sage kein Wort mehr, basta. Pippo, hast du irgendeinen Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Keine Ahnung. Feigling. Ja, ich habe das auch schon von den anderen gehört, dass hier jeder jeden für einen Brandstifter hält. Aber denkt denn keiner von euch daran, dass das Feuer auch ganz von selbst... Ich meine, dass es gar keinen Schuldigen gibt... Die Feuerwehr hält das für ausgeschlossen. Das weißt du genauso gut wie wir. Ach, was die Feuerwehr dazu meint, ist mir vollkommen gleichgültig.
In ein paar Tagen sind wir hier weg, dann kräht kein Hahn mehr nach der ganzen Sache. Warum sollen wir uns also die Köpfe heiß reden? Also ich gehe dann mal, hab noch zu tun. Ich muss mich sowieso um die Tiere kümmern. Außerdem soll man der Polizei auch nicht alle Arbeit abnehmen. Ja, und kommt bitte vor der Vorstellung noch kurz zu mir. Wird gemacht. Es gibt noch ein paar Dinge zu bereden. Bis nachher. Ja, ja. Bis nachher, Pippo. Komm schnell, bevor Barbados wieder rauskommt. Aua. Oh, mir sind die Füße eingeschlafen. Und dreckig bin ich auch. Na los, komm schon. Julia! Ronny! Ja. Warum rennt ihr denn weg? Och, nichts. Nur so. Ach, ihr habt euch wohl mächtig erschrocken gestern, was? Ach, war ganz schön schlimm, oder? Es hätte noch schlimmer kommen können. Aber zum Glück hat ja Pippo den Brand noch rechtzeitig entdeckt. Ein paar Minuten später, das ganze Zelt hätte in Flammen gestanden. Du, Molly? Ja, was ist denn? Hast du irgendeinen Verdacht? Ich meine, wer es gewesen sein könnte? Ach, jetzt fangt ihr auch noch mit dem Unsinn an. Es ist unglaublich. Nein, nein, ich habe keinen Verdacht, Kinder. Weil man nämlich niemanden verdächtigen darf, dem man nichts beweisen kann. Die Polizei hat aber immer ganz viele Verdächtige. Wir sind doch hier nicht die Polizei, Julia. Du wärst aber bestimmt froh, wenn jemand den Täter erwischen würde. Natürlich wäre ich froh darüber. Es ist ja mein Zirkus, der beinahe abgebrannt wäre, nicht? Wir haben nämlich über alles nachgedacht, der Ronny und ich. Wieso? Na, das ist fein von euch. Und wenn ihr zu Ende gedacht habt, dann könnt ihr mir erzählen, was dabei rausgekommen ist, ja? Das machen wir, Molly. Mhm, macht das. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Musst du dich jetzt schon zum Reiten umziehen? Nein, ich drehe heute gar nicht auf. Ich mache nur die Kasse. Molly, ist dann Cora heute dran? Ja, heute muss Cora das für mich machen. Oh. Naja, ihr werdet sie sicher ja nachher bewundern. Ihr geht doch wieder in die Vorstellung, nicht wahr? Oh, machen wir, ja. Ich freue mich schon. Wir haben uns beide gefreut. Und es war auch wieder ganz toll. Fast noch besser als beim ersten Mal. Cora war auch toll, bestimmt. Aber eigentlich hat sie dasselbe gemacht wie Molly. Beim Würstchenverkaufen war sie ganz glücklich. Und nach der Vorstellung ist sie sogar in unseren Wohnwagen gekommen. Ich war ganz aufgeregt, wirklich. Weil ich das erst am Nachmittag erfahren habe, dass ich heute für Molly einspringen darf. Da hast du wohl jetzt keine Wut mehr auf sie, wie? Auf Molly? Naja, ich meine, weil du doch nur auftreten darfst, wenn sie keine Lust hat. Natürlich ärgere ich mich oft darüber. Aber eine richtige Wut, ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst gar nicht richtig wütend sein, Cora. Oh doch, manchmal schon. Ich meine so wütend, dass du vor lauter Wut was ganz furchtbar Schlimmes machst. Aber ja, neulich habe ich sogar mal geheult vor Wut, Ronny. Jedenfalls hast du uns prima gefallen. Und wir haben auch am längsten von allen geklatscht. Da klopft wer. Ich mach schon auf. Na, kann ich reinkommen? Na klar kannst du. Guck mal, Ronny, was Pippolino anhat. Ist das dein Kostüm als Clown? Nö, das ist das von meinem Vater. Hab's bloß mal anprobiert. Wo ist denn der Vati jetzt? Weiß nicht. Der wollte sich mit Danny und Carlo treffen. Carlo? Wer ist denn das? Kennst du doch. Der führt die drei kleinen Seerobben vor. Oh, die sind niedlich, die Seerobben. Da kannst du ja ein bisschen bei uns bleiben, Pippolino. Wenn's dir allein zu langweilig ist. Langweilig nicht. Aber ich bleib trotzdem da. Du bist ja ganz blass. Bist du krank? Nö, ich hab nur Angst, dass der nochmal kommt. Wer? Na, der mit dem Feuer. Vati sagt, er probiert's bestimmt nochmal. Unsinn. Da kommt keiner. Der Carlo hat's auch gesagt und der Danny auch. Jeder sagt das. Ah, hier bist du, Pippolino. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass du zu den Kindern gegangen bist. Ist das schlimm, Pippo? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur schon ein bisschen reichlich spät für Besucher. Wir schlafen sowieso noch nicht, Pippo. Dann wird's aber jetzt Zeit. Komm, Pippolino, wir gehen. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht. Warte, ich komm gleich mit. Schlaf gut, ihr zwei. Sag mal, du spinnst wohl, Ronny. Warum? Die Cora so auszufragen. Es hätte nur noch gefehlt, dass du ihr erzählst, was wir alles gehört haben. Hab ich ja gar nicht. Oh, aus dir wird nie ein Detektiv, wenn du so weitermachst. Du hast ja selber noch nichts rausgefunden. Klar hab ich. Wir wissen immerhin, dass hier jeder gegen jeden misstrauisch ist. Weil wir gelauscht haben, darum. Ich lausche sonst nie. Aber als Detektiv muss man seine Ohren überall haben.
So. Und jetzt wird geschlafen. Ich bin aber noch gar nicht müde. Ich auch nicht. Also, was machen wir? Erstmal gucken wir, wo noch Licht ist. Da musst du an das andere Fenster gehen. Siehst du was? Na, warte mal. Ich glaube, Barbados ist noch wach. Na, dann los. Aber leise. Ja, nun komm schon. Psst. Leise. Nicht da an der Tür. Hier hinten. Hörst du was? Ja. Du musst dein Ohr ranhalten. Du siehst Gespenster, Cora, wirklich. Aber nein, Barbados. Du hättest sie mal hören sollen. Kinder reden viel und wissen gar nicht was. Die wissen genau, was sie sagen. Und vor allem, was sie fragen. Dieser Ronny, der hat mich richtig ausfragen wollen. Ob ich eine Wut auf Molly habe, wollte er wissen. Und ob ich was ganz furchtbar Schlimmes mache, wenn ich wütend bin. Wirklich? Ja. Aber was beweist das schon? Doch nur, dass die beiden sich irgendwelche Gedanken machen. Aber die macht sich hier schließlich jeder. Die Polizei leider auch. Hast du etwa Angst? Jeder von uns ist für die verdächtig. Ich natürlich auch. Hör mal, Cora, wenn die Polizei einen echten Verdacht hätte, würde sie daraus kein Geheimnis machen. Die hätten längst einen von uns festgenommen. Ich meine ja nur, dass die Kinder ihre Nase überall reinstecken, Barbados. Ich denke, du magst die zwei. Sicher, natürlich mag ich sie. Aber die Schnüffelei mag ich nicht. Es gibt für Kinder nichts Interessanteres, als Detektiv zu spielen. Und ich sage dir, Cora, uns beiden kann es ja wirklich gleichgültig sein, was die sich da alles ausdenken, nicht wahr? Ich gehe jetzt rüber und schlafe mich tüchtig aus. Es war ein anstrengender Tag heute. Da sieht man wohl Gespenster. Gute Nacht, Barbados. Gute Nacht, Cora. Wir haben uns ganz klein gemacht, als die Cora an uns vorbeigegangen ist. Erst als alles dunkel war, sind wir wieder in unseren Wohnwagen geklettert. Mir war richtig unheimlich. Aber zum Glück war ja Ronny da. Zu zweit macht sogar das Fürchten ein bisschen Spaß. Das halte ich ja nicht aus. Die Cora war's und der Barbados. Immer langsam. Woher willst du das so genau wissen? Bist du taub? Sie hat Angst vor uns. Das hat man noch ganz deutlich gehört. Sie hat jedenfalls nicht gesagt, dass sie's war. Das braucht sie nicht noch extra zu sagen. Das ist glasklar. Ach, ich weiß nicht. Immerhin ist es wohl am besten, wenn wir morgen zu Molly gehen und ihr alles erzählen. Morgen? Warum denn nicht gleich jetzt? Mitten in der Nacht? Wo wir nicht mal sicher sind, ob wir den Täter wirklich haben? Das können wir nicht machen, Ronny. Gut, dann eben morgen. Aber ganz früh. Ganz früh? Warum? Weil mir Cora leid tut, damit schnell vorbei ist. Mir hat Cora auch leid getan. Und als wir dann in unseren Betten lagen, konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Ronny natürlich auch nicht. Also haben wir uns wieder angezogen und sind im Dunkeln zu Mollys Wohnwagen geschlichen. Licht war keins mehr. Aber wir konnten unser Geheimnis einfach nicht länger für uns behalten. Na los, nun klopf schon, Ronny. Und wenn sie nicht aufwacht? Na, versuch's doch erst mal. Molly? Lauter, das hat man ja kaum gehört. Molly, wach doch bitte auf, Molly. Hörst du? Da schnarcht jemand. Ich höre nichts. Da war's wieder. Ronny. Ronny, du, das ist kein Schnarchen. Das ist... Also... Da stöhnt jemand bestimmt. Vielleicht ist sie krank. Los, wir gehen einfach rein. Psst, das dürfen wir nicht. Lass mich mal. Die Tür ist offen. Ja, komm. Ronny, mach Licht, schnell. Julia, ich kann den Schalter nicht finden. Ja, wo ist denn... Na da. Molly. Nimm mir doch das Tuch aus dem Mund, Julia. Ja. Ich mach's ja schon. Danke. Danke, mein Kind. Ich danke dir. Es war allerhöchste Zeit.
Oh, mir ist ganz übel. Und die Fesseln. Du bist ja gefesselt, Molly. Na, hilf mir doch lieber, Ronny, und steh nicht so rum. Ja. Bitte, Ronny, mach die Tür zu und sperr von innen ab. Hörst du? Ja. Ach, ich krieg den Knoten nicht auf. Der ist so fest. Halt du mal das andere Ende. Und ich nehm das hier. Oh, pass doch auf. Gleich, Molly. Gleich. Wir haben's gleich geschafft. So, das hätten wir. Das habt ihr großartig gemacht, Kinder. Das hätte ich nur angefangen ohne euch. Eigentlich wollten wir dich gar nicht mehr stören heute. Aber naja, zum Glück habt ihr mich doch gestört. Und nun... Du, Molly. Ja? Sagst du uns jetzt, wer... Ich meine, wer dich... Es war derselbe, der auch meinen Zirkus angezündet hat. Es war Carlo. Carlo? Oh, da bin ich aber froh. Froh? Du bist froh darüber? Na ja, ich dachte doch, dass... Ronny und ich dachten, dass es jemand anders war, weißt du? Nein, es war Carlo. Ich musste ihn entlassen, weil er immer mit allen anderen Streit hatte. Sogar mit Cora und dem kleinen Pippolino hat er gestritten. Also habe ich ihm gesagt, er soll sich eine andere Arbeit suchen. Dafür hat er sich rächen wollen und hat das Feuer gelegt. Ja, aber warum hat er dich denn hier gefesselt und geknebelt, Molly? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich es ihm auf den Kopf zugesagt habe, dass er es gewesen ist und dass ich ihn bei der Polizei anzeigen werde. Darum. Und jetzt? Wo ist er jetzt? Ach, weit kann er nicht sein. Er denkt natürlich, dass mich so bald niemand finden wird und dass er einen sehr schönen Vorsprung hat. Aber zum Glück seid ja ihr zwei gekommen. Und was machen wir mit diesem Carlo? Wir? Ach, wir machen gar nichts mit ihm. Das überlassen wir der Polizei, mein Junge. Du liebe Güte. Das hätte ich ja schon fast vergessen. Ich muss ganz schnell die Polizei anrufen. Darf ich das machen, Molly? Aber ja. Ja, du darfst. Ohne dich und ohne deinen Bruder wäre es mir sicher sehr schlimm gegangen. Ich habe ja kaum noch Luft gekriegt, als ihr mich gefunden habt. Hier, da ist das Telefon. Hallo? Hallo? Ist da die Polizei? Ja? Ich möchte eine Meldung machen. Sehr wichtig sogar. Über den Zirkusbrand. Ach so? Wann denn? Ja, ist gut. Machen wir. Was ist? Schnell, wir sollen am Eingang auf die Polizei warten, hat er gesagt. Wer? Na, der Polizist am Telefon. Na gut, so. Gehen wir zum Eingang und warten dort. Na, kommt doch. Ja. Tja, eigentlich sollten es nur 3 Zirkustage werden. Aber wir durften dann noch einen Tag länger bleiben, als Belohnung. Und wenn der Zirkus wieder mal in unsere Stadt kommt, müssen wir Molly und Cora und Barbados und all die anderen unbedingt besuchen, haben sie gesagt. Aber bis dahin werde ich sicher schon eine neue Detektivgeschichte erlebt haben. Und die erzähle ich euch dann wieder. Das verspreche ich euch.